Moin, moin, liebe Leute, Workers and Resources, Soviet Republic. Ja, wir bauen hier weiter unser kleines Imperium auf. Aktuell so richtig gut läuft es noch nicht, aber ich finde, es läuft deutlich besser als noch beim letzten Mal. Wir werden versuchen, mit den LKWs eine neue Route zu etablieren. Wir holen uns hier Lebensmittel. Dann fahren wir zu unserem Warenhaus. Brauchen die das auch? Dann fahren wir hier hin. Und wenn dann noch irgendwie was... Oh ne, warte, braucht der echt irgendwas? Weiß ich nicht. Fahren dahin, dahin. Und wenn dann noch irgendwas übrig bleiben sollte, weil alle Lager gefüllt sind, fahren wir hier hin. Laden, entladen. Ne, Shopping Centers auch entladen. So, Korn kann man beladen. Da entladen, entladen, entladen. Start. So. Unser erster LKW holt sich hier die Lebensmittel, weil mittlerweile arbeiten hier immerhin 40 Leute. Lebensmittelproduktion läuft ganz gut an. Also wo sollen wir das auch abholen, ne? Und wenn der in der Stadt angekommen ist, werden wir den zweiten losschicken mit der gleichen Route. Hier lagern noch 34 Tonnen. Hier sind immerhin schon 200 Tonnen angekommen. Hier kommen hoffentlich Arbeiter. Hier können ja noch mehr Arbeiter theoretisch arbeiten, ne? So ist es nicht. Wird noch Platz für mehr, deutlich mehr. Tonnen Essen pro Tag kann er herstellen. Ist gar nicht so viel. Maximale Produktion 42 Tonnen Pflanzen pro Tag, aber ist auch in Ordnung. Weil zwischendurch werden wir mal eine ganze Zeit lang da gar nichts kriegen. Und da wir jetzt noch einen LKW mehr haben, denke ich, passt das hoffentlich. Können wir beobachten. So, da kommen unsere eigenen Lebensmittel. 5 Tonnen hat er mit. Mehr geht auch gar nicht rein. Hier passen theoretisch auch noch so viel rein. Hier wird auch ordentlich Essen reinpassen. Lehrer, Mitarbeiter, alles im guten Bereich. So, was sagen die denn? 27 Leute sind ohne Job. Bürger können keine Kultur genießen. Bürger können die Kirche. Die Kirche fehlt uns noch. Wieso keine Sportler teilnehmen? Anzahl der Mitarbeiter 1-1, 15-18. Ja, das ist ziemlich voll, ne? Kirche, konnten keine Kleidung bekommen. Wieso können die keine Kleidung bekommen? Die, also mehr direkt kann man hier gar nicht wohnen. Da passen auch noch auf jeden Fall mehr Leute rein. Das kann nicht sein. Wie sehr ist der denn ausgelastet jetzt? Voll, ne? Vielleicht sollten wir dann tatsächlich nochmal versuchen, hier noch einen Stromabzweiger hinzukriegen. Scheint ja doch so zu sein, dass er voll ist. Das wirkt sich natürlich im Zweifel negativ aus, ne? So, soll hoffentlich ein bisschen Ausgleich sorgen, dass die auch hier miteinander versorgt werden können, dass insgesamt hier das Netz nicht überlastet, weil hier ist noch Luft. Aber der ist halt so ziemlich an seiner Leistungsgrenze hier. Konnte kein Krankenhaus besuchen. 20 konnten keine Kirche. Also Kirche scheint noch relativ wichtig zu sein. Roter Sterndenkmal. Ein Arbeitersymbol. Hier können wir hier meinetwegen noch in die Stadt platzieren, wenn das hier irgendwo zwischenpasst. Und die Leute auch ein bisschen was zu gucken. Hier, guck schick. Wird wahrscheinlich für ein bisschen Zufriedenheit sorgen. Büsche können wir hier rundherum setzen, wenn wir wieder ein bisschen Grünzeug haben wollen, weil die Landschaft sonst natürlich ein bisschen karg aussieht. Kann man jetzt aber auch nicht gedrückt halten. Aber dann kann man sich das tatsächlich ein bisschen schicker machen, ne? Cool. Aber schön können wir später irgendwann. Das ist einfach nur, dass relativ viele nicht ohne Job sind und die keine Kultur genießen können.
Aber ist in Ordnung. Ne? Also es ist nicht so, dass die komplett unser Land meiden. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, was hiermit war. Dass wir da noch den zweiten LKW losschicken. Start hier. Ja, müssen wir erstmal. Hier ist der erste Stopp. So, da kommt jetzt gerade der LKW wieder. Der fährt dann hier zuerst hin, fährt dann dort als nächstes hin. Soll auf jeden Fall auch hier entladen werden. Und fährt dann auch ins Ausland zum Verkaufen, wenn noch was übrig ist. Gut. Wir starten ihn einfach mal. Es dauert ein bisschen, bis der ankommt und der wird hier direkt voll sein gleich. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Wie die Felder wachsen, das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange, wird hier wieder dicke Ernte fertig sein. Hier liegt überall noch ein bisschen Getreide auf dem Feld rum. Wir können dann auch bald schauen, dass wir in die Fleischproduktion übergehen. Feuerwache. Rundfunk. Zug, Bahnsteig, Shopping Center, Kino, Kneipe. Wie groß sind so ein kleiner, ja, wo gesagt, wie groß ist ein kleiner Tennisplatz? Echt überschaubar, ne? Ich dachte, dass wir noch irgendwo sporttechnisch hier zwischenkriegen. Machen wir so. Ist denn hier auch angebunden? Das passt schon. Ein paar mehr Leute können am Sport teilnehmen. Wobei natürlich schöner wäre, wenn man so richtig große, einheitliche Bereiche dafür macht. Oh. Wir brauchen noch eine weitere Bushaltestelle, die den Leute rüberfährt. Das nützt ja nichts. Sonst haben wir hier ein Problem. Können wir dann auch noch mit Fußgängerwegen arbeiten? Schöne Radwege hier. Ich dachte, vielleicht kommen wir irgendwie hier noch zum Supermarkt. Na, hier kriegen wir aber keine Abzweigung mehr hin, ne? Na, irgendwie kommt man dann doch rum. Okay, passt. So, dann werden wir noch mal einen. Haben wir noch einen Bus stehen hier? Ja, ne? Na, stopp hier. Dann hier. Dann hier. Und starten. Kapazität. Das ist recht voll. Wir müssen echt sehen, dass wir mehr davon verkaufen oder halt mehr produzieren, ganz einfach. Ne? Aber ich weiß nicht, es dauert ja auch gleich ein bisschen, bis die Felder wieder angewachsen sind. Bis wir wieder neues Getreide bekommen. Und wenn wir von da irgendwie was abholen drüben, weil wir jetzt hier über der anderen Seite zum Beispiel anfangen, dann unsere Viehwirtschaft aufzubauen. Können wir schon mal so ein bisschen vorplanen, ne? Ach, geht, dann kommen wir hier nicht rüber. Müssen wir im Tunnel durch die hier. Vielleicht unten durch. Wir müssen auch über die Schienen kommen können. So geht's nicht. Fertige Brücke bauen, Betonbrücke bauen. Was ist das? Fertigbrücke, Betonbrücke, Ziegelbrücke, Tunnel.
So ungünstig, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Die Bahnstrecke ist jetzt hier leider ein bisschen zu hoch gegangen. Ich komme aber mit dem Tunnel eben auch nicht durch. Hier war der, war gerade kurz grün. Tunnel an der Stelle über dem Gelände. Mit denen. War nicht ganz so optimal, war jetzt nicht so mein Wunschtraum, aber was ist jetzt der nächste, ne? Das ist nun mal schon mal so im Vorbau. Genauso müssen wir hier dann nochmal Strom abzweigen. Tunnelbau dauert ja auch mal ein bisschen. So, 2,8 Tonnen Essen hat er mit. Was ist denn so essenstechnisch eigentlich hier bei uns in der Stadt los? Das ist recht voll. Und das ist noch nicht ganz voll. Wir haben auf jeden Fall genug zu essen. Daran wird es nicht scheitern. Gut. Und hier warten jetzt halt auch bald die ersten Leute. Krankenhaus, Elektronik kann er nicht kriegen. Sportart teilnehmen. Kirche und Kultur. Kirche und Kultur, liebe Leute. Das muss ich jetzt erstmal oben anstellen. Ich weiß noch nicht genau wo. Gar nicht gefunden bisher. Eisenbahnbauamt, Gießgrube, Verarbeitung. Das passt alles nicht. Mehr sehe ich jetzt hier noch nicht. Hier ist keine Kirche bei. Dinoskultur, ne? Ich glaube, Kinoskultur. Passt hier ganz gut hin. Ist eine Bushaltestelle am Start. Da können die Leute hinfahren. Ist mit Fußgänger verbunden und Straße versuchen wir dann auch noch hinzukriegen. Kino wird Kultur, denke ich. Schon erledigen. Ein paar Mitarbeiter, aber dann geht es da auch gleich los im Kino. Echt schöner, wenn ein bisschen grün Zeug da ist. Jo, die ersten Mitarbeiter sind am Start. Jetzt sind eine ganze Menge Leute ohne Job. Aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wo ich die Kirche finde? Bildung, ist hier bei der Bildung. Kindergarten, Schule haben wir. Medizinische Uni, technische. Wohnheime der Universität. Wohnheim der Universität. Busplattform, nö. Nahrung und Ernte haben wir auch gesehen. Ist nichts. Warenhaus, Straßenladung, Viehzucht, Schlachthof, Fleischlagerung. Kneipe, eine Brennerei. Da wird aus Pflanzen Alkohol, glaube ich, gemacht. Das wollen wir auch nochmal machen. Wir haben ja schon irgendwo eine Kneipe, ne? Das hier gewesen, oder? Jo, das ist die Kneipe. Da sollten wir auch mal unseren eigenen Schnaps hinbringen. Das ist eine Sache, die wir in der nächsten Folge angehen, die Leute. Regierung überlastet, sagt er mir gerade. Das ist aber komisch. CPU ist null ausgelastet. Au. Wie machen wir denn das? Geschickte Ideen? Ich verstehe es nicht. Irgendwo muss es doch, oder wird sowas erst freigeschaltet oder freigeforscht oder. Dies minus aktuell noch. Aber es ist auch, wir haben ja derzeit noch viel zu viel Pflanzen. Essen lagert hier wieder ein bisschen, Warenimport. Warum stockt das so? Warum liegt da nicht mehr Ware? Wir sind theoretisch genug.
sind diese Wege hier zu langsam, aber ich glaube, da können wir nichts machen, oder? Auch das dürft ihr mir gerne reinschreiben, wenn ihr da Ahnung habt, weil ich... Achso, das ist Lebensmittel, raus, raus. Da könnten wir aber so eine Route kann man ja nicht bauen, aber theoretisch müsste hier der Supermarkt sein, so ungefähr, ne? Ich überlege nur gerade, ob es nicht Sinn macht, damit wir da noch mehr Pflanzen einfach rüberkriegen, oder rechnet er das tatsächlich genau hoch? Passt es genau, dass hier pro Tag 42 Tonnen Pflanzen ankommen? Das ist aber merkwürdig, finde ich. Ich kriege hier auch an das Warenhaus kriege ich nichts weiter angeschlossen. Und da gibt es keine weitere Möglichkeit, das noch ein bisschen zu verteilen, ne? Warte eigentlich. Weil jetzt überlege, wie ich den Schnaps hier hinkriege nachher. Wir können immer noch keine Kultur genießen, wieso nicht? Ist Kultur. Noch verbunden mit Bus und Bahn, also hier kommt auch schon irgendwie hin. Na gut, ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht finde ich dann ja noch mal was. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal unseren eigenen Schnaps brennen. Bis dann, vielen Dank und tschüss.